Nein, er hat 1 Minute 30. Wir können nur 1 Minute 30 nicht anzeigen. Maßstab ist 1 Minute. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, der gesamte Irrsinn Ihrer Klimaschutzpolitik, welches man nicht retten kann, das Klima, der geht aus einer einzigen Berechnung hervor. 78% unserer Luft ist Stickstoff, 21% Sauerstoff, 1% sind Edelgase und Spurengase wie Kohlendioxid. Der CO2-Anteil beträgt 0,04%. Vom jährlichen CO2-Ausstoß produziert die Natur selbst 96% und lediglich 4% sind menschengemacht. 4% von 0,04 ergeben 0,0016% menschengemachtes CO2. Der Anteil Deutschlands daran ist 1,76%. Deutschland beeinflusst weltweit CO2-Anteil in der Luft von 0,000028%. Selbst nach den Formeln des IPCC liegt der Anteil nur bei unter einem Tausendstel Prozent auf die Temperatur. Und mit diesem 1000%, was Deutschland beim Ausstoß von 0 CO2 weltweit beeinflussen kann, wollen Sie das Klima retten. Wie blöd halten Sie eigentlich die Menschen? Diese physikalische Berechnung kann Ihnen jeder Wissenschaftler machen. Und dafür wollen Sie unseren ganzen Wohlstand opfern und reden Sie über CO2, abpressen irgendwo im Meer und so weiter. Alles Irrsinn. Sie machen alles falsch in der Beziehung, und dazu gehört auch die CDU. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Fahle. Letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege Oliver Grundmann.